Was man ja so nach dem Mittagessen immer hat, ist irgendwie so eine kleine, so ein kleiner Down irgendwie. Und deshalb fangen wir auch gleich damit an, etwas gegen dieses Suppenkoma zu tun. Und wir werden einfach alle zusammen gleich Yoga machen. Aber kein gewöhnliches Yoga. Ihr müsstet, oder was heißt müsstet, das wäre gut, wenn ihr irgendwie aufstehen könntet jetzt und euch so vor euren Schirm packen könntet, dass ihr da noch was seht und gesehen werden könnt. Ja. Wunderbar. Wir machen das Yoga, das wir machen, das denken wir uns einfach selber aus. Also jeder denkt sich irgendeine Figur aus und macht die vor und alle anderen machen das nach. Und wenn ihr diese Figur gemacht habt, dann sagt ihr, wer als nächstes dran ist. Ich hoffe, ihr habt alle in dieser Galerieansicht, dass ihr auch sehen könnt, wer noch alles im Kurs ist, ja? Okay, also ich fange mal an, ja, mit der ersten Figur. Die erste Yoga-Figur ist der tollwütige Hase und der geht so. Genau. Jetzt sehen wir, ist Christiane dran. Ich mache die taumelnde Ente. Und jetzt ist die Silvia dran. Du meinst Silvia, ne? Ja, die Silvia Rösler. Macht Ach, auch die, wirklich der den macht den Elefanten Elefanten. hier. Den. Silvia, wer ist dran? Du musst dein Mikro einstellen. Unten bei. Genau, super. Da habt ihr genau mitgekriegt. Also nochmal, der fröhliche Elefant. Ja. Ja, Ich hoffe, man hat es vorher auch schon erkannt. Ah, ja. Heike Müller. Ja, vielen Dank. Ich mache die lachende Lachmöwe. Hast du mich gemeint, oder was? Ja, ich mache das durchgeknallte Känguru. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jürgen, an wen gibst du weiter? Ja, mir fehlt die Luft. Das ist immer so eine Sache. Die Dana hätte ich gern. Ja, dann mache ich jetzt mal die trinkende Giraffe. Und dann hätte ich gern die Jutta, Leonard. Dann mache ich den schwanzwedelnden Hund. Dann hätte ich gern den Gerd als nächstes. Mache einen Hund, und zwar den Boxer.
Ich kenne die Marion. Ja, dann mache ich die betrunkene Katze. Nicht besoffen. Ja, dann nehme ich die Heidi Magdalena. Okay, ich mache das wippende Stinktier. Ich bin aber froh, dass es noch kein Geruchsvideo gibt. Dann möchte ich die Christiane. Ich mache das das tanzende Schaf. Und dann möchte ich als nächstes, das als nächstes weitermacht, die Madeleine. Macht die schüchterne Schildkröte. Wer war noch nicht? Ja, Markus. Markus. Ich bin der zum Himmel greifende Himmelsgreifer. Was für ein Geräusch macht so ein Himmelsgreifer? Gar kein, der ist ganz entspannt. Und Romy, du darfst gerne weitermachen. Ich hätte gerne die pustende, eierlegende Wollmilchsau. Ich hätte gerne die Barbara Staufer aus der Schweiz. Ich nehme den sich selbst neckenden Affen. Das waren alle? War noch nicht, oder? War die Moni? Guck mal. Ah, ich nehme die Silke. Ich nehme den starken Bären, der sich auf die Brust klopft. ich weiß jetzt nicht, wer war noch nicht? Moni. Ich glaube, waren alle, oder? Moni, mach mal Moni. Moni, dann nehme ich Moni natürlich. Ich mache das ratlose Eichhörnchen. Okay, vielen Dank. Wart ihr alle dran? Ja. Klasse. Mir ist rein technisch aufgefallen, es wäre sehr sinnvoll, wenn wir einfach alle unser Mikro anmachen, weil ich glaube, dass es, also wenn bei euch nicht gerade jemand Rasen mähen will im Zimmer oder so. Wollt mal nicht. Ja, das ist, das, manchmal gibt es schwierige Geräusche, aber es ist einfach viel lebendiger, wenn man sich auch hört. Ja. Okay, vielleicht fragt ihr euch, was hat
das denn mit Resilienz zu tun, dass ich mich hier im wahrsten Sinne des Wortes zum Affen, zum Eichhörnchen oder zum Elefanten mache? Das liegt daran, dass ich jetzt zum Beispiel gerade eben einen der wichtigsten Resilienzfaktoren erledigt hat, sozusagen. Und zwar, also ganz, ganz Hightech, ich habe das ganz Hightech hier auf solche Zettel immer geschrieben. Moment. könnt ihr das lesen? Nein. Nein, ne? Das kann man nicht lesen. Das ist ja ziemlich doof. Also ist das auf dem Wir könnten das lesen. Hightech ist das, ja, dass man das nicht lesen. Aber wenn es tiefer hältst, dann konnte ich es gerade sehen. Ich glaube, das liegt daran. Wir könnten das lesen, wenn du den Hintergrund nicht unscharf machst. Wenn du deins scharf stellst, dann können wir das lesen. Genau, ich glaube auch, dass es das ist. Warte mal, in virtuell. Da, jetzt könnt ihr es lesen, ja? Ja. Netzwerkorientierung. Ja, Netzwerkorientierung ist ein ganz wichtiger Resilienzfaktor. Vielleicht, damit werden wir uns beschäftigen, mit diesen Resilienzfaktoren. Und für diejenigen von euch, die sich vielleicht mit Resilienz noch nicht weiter beschäftigt haben, stellt sich natürlich die Frage, was ist das denn eigentlich? Und das, was Menschen, die auch mit Resilienz machen, immer gerne tun, wenn sie Resilienz erklären, die nehmen sich so einen Gegenstand, wie hier dieser Fußball, ja, und das, was passiert ist, wenn ich den zusammenknautsche hier, ja, dann lasse ich ihn los, dann geht er zurück in seine Form. Also das ist eigentlich ein Begriff aus der Werkstoffkunde und heißt von daher letztendlich Widerstandskraft. Und das heißt also, wenn man das auf das Psychologische überträgt, ist es dann einfach die Möglichkeit, Widerstandskraft gegen Widrigkeiten zu entwickeln und für seine Gesundheit etwas zu tun, insofern, als dass es dass man nicht krank wird. Das wäre so die einfachste Form von Resilienz, was das ist. Weil man fragt sich ja zum Beispiel, warum gibt es Menschen, die an Kleinigkeiten, relativ oder vermeintlichen Kleinigkeiten, ziemlich schnell zerbrechen und große Probleme mit haben und andere Menschen, wo man denkt, oh Gott, das ist ja schrecklich, was diese Menschen alles erleben. Und gleichzeitig sind die aber immer noch gesund und gut drauf. Das heißt also, es gibt ganz unterschiedliche Voraussetzungen, was wir an Menschen mitbringen und auch das, was wir gelernt haben in dieser ganzen Zeit, in der wir leben und welche Faktoren wir dort entwickelt haben, um diese Widerstandskraft, diese Resilienz für uns aufzubauen. Und wie gesagt, es gibt insgesamt 7 Resilienzfaktoren, die wir alle hier bearbeiten werden oder die ich euch vorstellen werde. Und wir gucken mal, was hat das denn eigentlich mit Humor zu tun, das Ganze. Wenn man sich Netzwerkorientierung anguckt, dann kann man zum Beispiel sagen, das, was wir eben gerade gemacht haben, wir haben uns miteinander verbunden. Das heißt, wir haben ein Netzwerk hergestellt, wir sind in den persönlichen Kontakt gekommen. Ganz wichtig für die Netzwerkorientierung. Und das haben wir gemacht, indem wir gelacht haben. Humor und Lachen ist einer der wichtigsten oder einfachsten Verbindungsmöglichkeiten, die man anwenden kann, wenn es darum geht, sich irgendwie mit anderen eben zu verbinden, mit anderen Netzwerken, Werke zu bilden oder Ähnliches. Ist eigentlich relativ klar, oder? Ja, ist nicht besonders geheimnisvoll. Okay. Dann machen wir jetzt noch ein weiteres Spiel. Und zwar ist das, was wir jetzt machen, ein Spiel. Das kennt ihr vielleicht. Ich kenne es unter dem Namen ABC-Spiel. Wir werden eine Geschichte erzählen. Einer sagt einen Satz, der mit A anfängt.
Der nächste sagt dann, macht die Geschichte weiter. Und dieser zweite Satz fängt mit B an. Dann ist jemand Drittes dran. Der Satz fängt mit C an und so weiter. So gehen wir das ganze Alphabet durch. Und da wir wahrscheinlich alle irgendwie eine andere Anordnung hier auf unserem Bildschirm haben, sagen wir nach unserem Satz immer, wer als Nächstes dran ist. Oder nein, wir machen das anders, weil das dann kommt ja durcheinander. Ich gebe euch einfach eine Reihenfolge vor. Ja? Ihr müsst euch insofern nur merken, wer ist vor euch dran. Ja, gar nicht so schwer. Also, die Geschichte. Ich gehe einfach dieser Reihenfolge nach, wie es bei mir hier auf dem Bildschirm angezeigt ist. Also anfangen diese Geschichte damit mit A ist Christiane. Nach Christiane folgt Jutta. Nach Jutta kommt Heike. Nach Heike kommt Madeleine. Dann kommt der Markus. Dann kommt Jürgen. Dann Claudia. Dann Romy, danach Moni, nach Moni kommt Silvia, danach Gerd, nach Gerd Marion, danach Dana, danach Silke, dann Heidi Magdalena, danach die Barbara und theoretisch auch der Harald, den ich hier allerdings nicht im Bild habe, sondern nur der hier mir angezeigt wird. Mal sehen, ob er noch auftaucht bis dahin. Aber Christiane fängt an. Schaltet mal alle euer Mikro ein, damit man euch auch hört. Anfangen, dass, wie gesagt, Christiane, du fängst an, irgendeine Geschichte mit A. Dein Satz beginnt mit A. Annegret fuhr am Wochenende in die Berge. Bei wunderbarem Wetter und Sonnenschein. Chaotische Gedanken machten sich breit. Das macht aber nichts. Immer wieder passiert so etwas in ihrem Leben und sie findet immer eine Lösung. Immer wieder? Oh. Ich müsste das Alphabet vielleicht nochmal lernen. Das war nämlich das Tolle, ne? Das hatten Markus und ich nämlich vorher schon abgesprochen. Ne? Das nämlich, es kommt nicht darauf an, alles richtig zu machen. Ja? Also wenn man Spaß haben möchte, ist es eigentlich viel, viel schöner, genau so etwas zu tun. Ja? Zu sagen, ja, immer wieder passierte das oder jenes. Ja? So. Also ich hoffe, dass ihr diese... Was immer auch, es passiert. Es passiert, genau. Okay, dann ist jetzt Jürgen mit F dran. Falsche Gedanken machen sich in ihrem Kopf breit. Ganz egal, wie es weitergeht. Hoffnung stirbt zuletzt, dachte sie sich. Idealerweise... stellte sie sich vor, ihr Fahrrad zu besteigen und in den Wald zu radeln. Juhu, es geht in den Wald! Kaum als sie im Wald war, kam der Hasenjäger und erschoss sie. Leider ging der Schuss total daneben. Mist, dachte sich der Schütze. Noch ist immer noch Zeit, etwas anderes zu tun. Heidi? Oh, nochmal schießen. Alter Buchstabe. Quatsch, bin ich dumm? Ich habe ja gar keine Munition. Da Harald nicht da ist, mache ich jetzt den Harald, ja? Quatsch, ich nehme einfach Bären. Jetzt ist Christiane wieder dran.
Ruhe bewahren ist da die beste Losung. Scheiße, ich bin so aufgeregt. Toll, was für ein Tag. Puh, jetzt muss ich mir was überlegen. Ich denke immer an Is und denke immer, kommt das I zu mir zurück. Was war das denn? Das war der V. Yeah, total verkackt. Er ist wohl dran. Die Moni. Wo kommt das, wenn man ein V für ein I vorgemacht bekommt? Ich habe Buchstabe. Okay, das war der letzte. Ein X für ein Urg ist auch nicht schlecht, ne? Und eine super Geschichte, die ich gemacht habe. Das Z war brillant am Schluss auch noch. Auch das V war außergewöhnlich. Kreativ. Wir machen das Gleiche nochmal. Und jetzt machen wir das Alphabet rückwärts. Oh. Wir fangen mit Z an. Oh. Und zwar die erste ist Silvia. Oh. Nein, Z. Zu früh, es beginnt schon. Wer ist als Nächster? Ja, du musst dein Mikro anmachen. Y am Anfang ist eine schwere Herausforderung, dachte sie. Was? Mein Mikrofon ist an. Nein, der Gerd. Hä? Der Gerd, das war alles gut. Ja, X, das sind keine drei Fragezeichen, sondern drei X. Warum war ich eigentlich ursprünglich in den Wald gekommen? Viel zu viele Überlegungen und Fragen. Komm ich? Heidi. Uiuiui. Wo muss ich denn jetzt hin? Tollpatschig wie ich bin, gehe ich jetzt einfach mal der Nase nach. So finde ich bestimmt den schönsten Weg. Rundherum gehen ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Quatsch, geradeaus ist viel besser. Vielleicht aber doch nach links. Doch. Hier ist alles durcheinander. Jetzt bin ich verwirrt. Bei welchen Buchstaben sind wir jetzt? Oh la la. Oh la la. Oh, beim O. Oh la la. Okay, dann gehe ich einfach mal nach links. Natürlich ging es dort auch nicht weiter. Meistens geht dann alles schief. Lustig. Omi? Ich war doch schon dran, oder nicht? Egal. Lustig. Keine Angst. Mit Humor kommen wir weiter. Jederzeit ist Humor im Ansatz immer eine gute Idee. Deshalb bog sie doch nach links ab. Ich finde, das ist richtig gut.
Das war die beste Idee, die ich haben konnte. Hm? Silvia ist dran, kann das sein? Nee, ich schon wieder? Gut, gut, ich bin dabei. Ob links oder rechts, geradeaus, gut, gut, ich bin dabei. Er hat das Mikro an. Ja. Für einige Zeit dachte sie, spinne ich oder irre ich? Eigentlich doch ganz egal. Das macht doch wirklich nichts. Christus wusste auch immer nicht unbedingt, wohin er laufen soll. Vicky muss anmachen, Mikro. Silke, du musst dein Mikro anmachen. Ich bin schon ganz durcheinander, weiß gar nicht mehr, was ich machen soll und wo ich hinlaufen soll. Aber sowas auch. Jetzt stehe ich wieder an der gleichen Stelle, wo ich angefangen habe. Oh. Also dieses Spiel ist natürlich darauf angelegt, dass man Fehler macht. Das ist ja auch ein bisschen ein Überforderungsspiel, gerade so bei solchen schönen Buchstaben wie C, Q, X, Y und so weiter. Ist es sehr schön und ihr seid da ja auch sehr schön kreativ gewesen in solchen Fällen. Und das heißt also, dass wir auch immer wieder vermeintliche Fehler gemacht haben in dem Ganzen. Und daran sind wir aber nicht verzweifelt. Ja? Wir hätten uns natürlich auch zu Boden werfen können und mit den Füßen strampeln oder alles durcheinander werfen oder uns mit Birkenzweigen irgendwie auf den Rücken schlagen können oder sowas. Haben wir aber nicht gemacht, sondern unsere Lösung war, in so einem Fall haben wir einfach alle gelacht. Und das war das Großartige daran, weil dieses Lachen führte dazu, dass wir diese vermeintlichen Fehler tolerieren konnten, dass wir damit gut klargekommen sind, wir haben Spaß gehabt dabei. Und was zeigt, wie wichtig Humor ist in Bezug auf, um mit Überforderung klarzukommen, um Fehlertoleranz zu üben und letztendlich auch eben auch Distanz zu bekommen. Distanz zu dem, was uns vielleicht nicht so gut gelungen ist oder das, was uns tatsächlich ernsthaft belastet. Also ja auch in Fällen, wo das wesentlich doller ist als bei so einem Spiel. Und, das wird euch jetzt völlig erstaunen, damit sind wir bei weiteren Resilienzfaktoren, die ich euch jetzt auch mal wieder hier ganz Hightech-mäßig zeigen werde. So, da ist nämlich der Resilienzfaktor Optimismus. Und Optimismus, ich meine, das ist eigentlich, kann man sich das eigentlich auch denken, dass das ein ziemlich wichtiger Resilienzfaktor ist, weil in Bezug auf Überforderung und, so ist das Beste, was uns irgendwie passieren kann, ja? Dass wir Optimismus in unser Leben bringen. Dann eine weitere ist Akzeptanz. Akzeptanz ist besonders wichtig. Das war vorhin auch ganz kurz zu hören in dem, was die über das Kölner Grundgesetz irgendwie sagte. Da ging es ja letztendlich ja auch ganz viel um Akzeptanz. Also Akzeptanz ist eben ganz wichtig, um mit diesen ganzen Widrigkeiten irgendwie klarzukommen, um sich vor Widrigkeiten zu schützen oder eben auch zu akzeptieren, okay, ich habe da einen Fehler gemacht und
merkwürdigerweise schreibt man das gar nicht mit PF, sondern mit V. Ja, dann fein. Ja, kommen wir mit klar, haben wir einen ganz wichtigen Resilienzfaktor auch mit Humor wieder erledigt. Und ein weiterer Resilienzfaktor ist die Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit ist insofern sehr wichtig, als dass man eben da mit dieser Selbstwirksamkeit seine Opferrolle verlassen kann. Was für viele Menschen ja sonst irgendwie wirklich sehr problematisch ist, weil, oder auch eine der entscheidenden Faktoren für Burnout ist, weil man diese Opferrolle letztendlich fixiert ist und dort nicht rauskommt aus dem Ganzen. Wenn es uns gelingt, darüber zu lachen, dann haben wir die Möglichkeit, über die Distanz und sowas auch zu merken, okay, ich kann etwas verändern. Ja, ich bin selbst wirksam mit dem, was ich tue. Ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich habe Macht. Ich habe Macht, irgendwelche Dinge zu tun, und ich kann das selber über mein Leben wenigstens weitgehend bestimmen. Zumindest kann ich irgendetwas tun dafür, dass es mir wieder besser geht. Und deshalb ist dieser Faktor Selbstwirksamkeit einer der wichtigen, also die beiden wirklich allerwichtigsten Resilienzfaktoren sind Selbstwirksamkeit und Optimismus. In dem Zusammenhang möchte ich euch mal ganz kurz auch einen kleinen Literaturtipp quasi geben, wenn es euch interessiert, Resilienz vielleicht noch ein bisschen mehr zu wissen, empfehle ich euch dieses Büchlein hier oder dieses Buch. Der Mensch, der das geschrieben hat, heißt Raphael Kalisch. Und der Titel ist Der resiliente Mensch. Es gibt eine ganze Reihe Bücher zum Thema Resilienz. Es gibt zum Beispiel hier nochmal, das kann ich euch auch nochmal zeigen, das war ein großer Bestseller, heißt einfach nur Resilienz von Christina, wie heißt sie, Berndt oder so ähnlich, ne? Berndt, Christina Berndt. Wobei dieses Resilienzbuch hier, das ich euch jetzt hier gerade zeige, ist, das liest sich sehr flockig, ist gut geschrieben von einer hervorragenden Journalistin. Für den Einstieg sehr fein, weil man dadurch halt einen Überblick darüber bekommt, worum es denn eigentlich geht bei Resilienz und was da irgendwie so im ganzen Bereich drumherum noch eine Rolle spielt. Das von dem Raphael Kalisch finde ich besonders gut, weil Raphael Kalisch ist der Einzige, der das tatsächlich offiziell wissenschaftlich betreibt. Das heißt, er hat einen Lehrstuhl in Mainz, um dort zu Resilienz zu forschen. Ansonsten gibt es aber auch noch eine ganze Menge anderer Bücher zum Thema Resilienz. Es gibt zum Beispiel ein ganz bekanntes, das nennt sich der R-Faktor, in dem diese ganzen, nochmal aufgeführt sind, die ganzen verschiedenen Resilienzfaktoren. Also wenn euch das interessiert, findet ihr da mit Sicherheit etwas. Und am wissenschaftlich fundiertesten ist das von dem Raphael Kalisch. Habt ihr zu diesem Zeitpunkt irgendwie ein paar Fragen oder ein paar Anmerkungen dazu? Möchtet ihr noch irgendwas genauer wissen oder denkt ihr so, ja, ist ja ganz nett, aber was heißt das eigentlich? Dana, was wollt ihr? Ich fand es super, dass du zur Netzwerkorientierung am Anfang gleich so ein Spiel gemacht hast, weil wir wissen ja alle, spielerisch lernt man am besten, kann man es auch am besten anderen beibringen. Hättest du auch, so wichtig Selbstwirksamkeit ist, hast du da auch so ein Spiel, was du häufig mit Menschen machst, die nicht wissen, was dieser Begriff bedeutet oder die dieses Gefühl bekommen sollen, dass sie was tun können? Irgend so ein Spiel? Ja, und zwar insofern auch das, was wir eben gemacht haben zum Beispiel, ne, dieses ABC-Spiel. Ne, also zu merken,
Also ich kann das bestimmen. Ja? Ich kann das machen. Im Grunde genommen sind alle Arten von Spielen geeignet dafür, die in Richtung Überforderung gehen. Also ich bin eigentlich Improvisationstheaterspieler, mache ich seit inzwischen über 15 Jahren. Und bei Improvisationstheater, man denkt immer, die müssen alle ganz besonders super Spontaneisten sein oder sowas. Ja, das ist gar nicht so das Entscheidende, sondern das Entscheidende, wirklich Entscheidende ist Kooperation. Und zu üben, mit Fehlern klarzukommen. Es gehört immer dazu, einfach diese Fehlertoleranz zu haben. Weil wenn ich irgendwo auf die Bühne gehe und irgendetwas tue, ist das, was ich dort tun werde, wird zu nahezu 100% nicht perfekt sein. Ja? Sondern ich scheitere immer. Weil das ist in dem Moment, wo ich mit irgendwelchen Menschen zusammen bin und mit denen zusammen aus dem Stegreif etwas herstellen will, ist das eigentlich vorgegeben, dass ich scheitern werde. Und deshalb ist es so wichtig, das auch zu üben. Eben nicht an diesem Scheitern dann irgendwie kaputt zu gehen, ja, oder versuchen, seine eigenen Sachen einfach durchzudrücken gegenüber anderen, sondern halt selber damit klarzukommen. Und deshalb kannst du eigentlich jedes Spiel, was irgendwie mit Überforderung zu tun hat, kannst du hervorragend machen. Okay. Na cool, danke schön. Ich habe also ein Spiel, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr gerne so Gesellschaft, so Brettspiele spielt. Was ich hervorragend finde, das Spiel heißt Hexentanz. Das ist schon bestimmt 20, vielleicht sogar 30 Jahre alt oder so. Das finde ich sehr hervorragend, weil das funktioniert so ähnlich wie Mensch, ärgere dich nicht. Also man hat so vier Figuren und die laufen dann irgendwie, kommen so raus und laufen irgendwie so in dem Fall um so ein Feuer rum und man muss seine vier Farben wieder nachher in sein Haus bringen. Das Problem bei diesem Spiel ist nur, diese Figuren sind alle schwarz und die Farbe liegt unten drunter. Das heißt also, in dem Moment, wo man seine Figur nach draußen setzt und versucht, irgendwie seine vier Figuren in irgendeiner Form irgendwie im Kopf zu behalten, irgendwie, wo man die irgendwie hinsetzt, und das versucht jeder. Und zwischendurch wird man rausgeschmissen und irgendwo anders hingestellt und so weiter. Man fängt also an, dieses Spiel so zu spielen, dass man denkt, ich will das alles kontrollieren, und ja, scheitert jämmerlich. Ja. Irgendwann kommt es dazu, man muss dann irgendwann vier Figuren bei sich irgendwie in den Hof reinbringen. Aber ob es die richtigen sind, weiß man nicht. Also deshalb gefällt mir dieses Spiel so gut, weil für alle Perfektionisten, ja, ist das beste Spiel irgendwie, um den Perfektionismus irgendwie zu verlieren. Okay. Hey, cool, danke. Schöner Tipp. Mal gucken, ob man das irgendwo noch gebraucht oder irgendwo noch herbekommt, ne? Ja, ich fürchte, es wird wahrscheinlich, also entweder so in Antiquariaten oder ansonsten bleibt nur dieser große amerikanische Versandhandel übrig, glaube ich. Okay, habt ihr noch weitere Fragen dazu? Nein? Gut. Dann machen wir gleich nochmal ein Spiel. Denn wir haben ja noch ein paar Resilienzfaktoren. Und für dieses Spiel, das wir jetzt gleich machen werden, behalten wir am besten diese Reihenfolge bei, die wir eben gerade gehabt haben. Wobei ich sehe, die Barbara ist neu. Barbara Rudert. Ja, du bist gerade jetzt frisch dazugekommen. Oder habe ich dich vorher übersehen? Warst du nicht abgebildet hier auf meinem Schirm? Ich bin zu spät aus der Mittagspause gekommen. Okay, gut. Aber schön, dass du dabei bist. Wunderbar. Wenn wir jetzt spielen, Barbara, bist du nach mir dran? Ja? Okay, mit bei der, was? Bei der Reihenfolge. Und dann bist du, Christiane, nach Barbara. Okay? Obwohl, ich nehme das mal kurz zurück. Wir machen das ein bisschen anders. Wir machen das nicht nach Reihenfolge, sondern wir machen das Spiel so, dass einfach derjenige, dass wir Leute ansprechen. Und zwar geht es um Folgendes.
ich sage etwas, was ich getan habe. Ja? Ich sage zum Beispiel, ich habe die Küche verdreckt, weil Marion rote Beete über meine weiße Hose gekippt hat. Ja? Was, woraufhin Marion sagen wird, ja, ich habe rote Beete über Jans Hose gekippt, weil Romy mich vorher an den Ohren gezogen hat. Woraufhin Romy sagt, ja, natürlich habe ich Marion an den Ohren gezogen, weil, und so geht das immer weiter, das Spiel. Ja, ist klar, die Spielregel? Ja, gut. Dann schaltet mal wieder alle eure Mikros ein. Okay. Und dann würde ich sagen, fängt doch einfach mal die Heike an. Ja. Also, ich habe heute Morgen den Rasenmäher versteckt, weil der Gerd auf jeden Fall pünktlich zur Online-Tagung da sein sollte. Das kam nur deshalb, weil die Barbara meinen Gartenzaun... Warte mal ganz kurz, wiederhol da mal, sag mal ja. Ja, also es geht darum, das zu bestätigen, was der davor über einen selber gesagt hat. Wenn ich das noch wüsste. Also was die Heike gesagt hat, stimmt auf jeden Fall. Was geschah nur deshalb, weil die Barbara meinen Gartenzaun mit ihrem Polo eingefahren hatte. Okay, ich muss kurz nachfragen. Mit was hatte ich deinen Gartenzaun angefahren? Mit deinem Polo bist du in meinen Gartenzaun gefahren. Ja, weißt du, dass ich ein Polo habe? Das sehe ich, das sehe ich. Menschenkenntnis. Okay, ich habe Gerds Gartenzaun mit meinem Polo angefahren, weil ich seine Farbe einfach so schrecklich fand und weil Jutta mich die ganze Zeit so irritierend angelacht hat. Ja, ich habe Barbara so irritierend angelacht, weil der Markus mir gesagt hat, die Barbara fährt immer viel zu schnell mit ihrem Polo durch die Gegend. Ja, das habe ich gesagt, dass die Barbara immer so schnell mit ihrem Polo durch die Gegend fährt, weil die Silvia sie nämlich schon mal gesehen hat, als die Silvia sie mit ihrem Lamborghini überholt hatte. Ja, also dass die Barbara immer so schnell ist mit ihrem Polo, ne? Und dann mit meinem Lambo, wie heißt das Ding nochmal? Mit meinem Rennwagen, da war ich ganz schön sauer, ne? Und da habe ich zur Romy gesagt, du weißt du, die Barbara mit ihrem Polo und ich mit meinem Rennwagen, ne? Kannst du das verstehen? Ja, genau, also weil ich das nie verstehen kann, dass die Barbara mit ihrem Polo und die Silvia mit ihrem Rennwagen, den Lamborghini, immer solche tollen Rennen fährt, ne? Habe ich doch glattweg das Wasser anbrennen lassen. Also, schreib mal jemanden anderen das zu, mit dem das anbrennen lassen. Ach ja, warte mal, ich muss noch jemanden finden, du hast recht. Die Madeleine, der hat die Madeleine das Wasser anbrennen lassen, genau. Ja, ich habe das Wasser anbrennen lassen, weil ich dachte, das hilft. Also Dana hat mir gesagt, das hilft, wenn das Wasser angebrennt wird. Ja, das habe ich gesagt, dass das hilft, dass, wenn das Wasser anbrennt, weil wenn Wasser anbrennt, dann wird der Topf leer und sauber. Und es ist total wichtig, dass der Topf leer und sauber wird, weil Jürgen gesagt hat, er braucht nur leere Töpfe. Genau, das habe ich zu der Diana gesagt. Wohl weiß ich, dass ich diese Woche mit Abwaschen dran bin und da gar keinen Bock drauf habe. Und da habe ich dann gleich mal so zu der Jutta gesagt, du, ich brauche kein Spülmittel diese Woche. Ja, unterstell der Jutta, warte mal ganz kurz, unterstell der Jutta mal, was Jutta gesagt hat, was sie die gemacht hat. Ah ja, da hat die Jutta gesagt,
Spülmittel ist diese Woche ganz günstig. Ja, habe ich gesagt, Spülmittel ist diese Woche ganz günstig. Ich weiß ja, dass Jürgen total ungern abwäscht und sich auch immer beschwert, dass das Spülmittel so teuer ist. Deshalb habe ich ihm gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Das ist total günstig. Das weiß ich nämlich von der Moni, die immer so in den Plättchen die besten Angebote raussucht und mich dann in irgendwelche komischen Geschäfte schickt. Naja, das mache ich. Absolut. In den Plättchen das raussuchen und die Jutta dann da hinschicken, weil nämlich die Heidi mir letztens vorgeworfen hat, dass schon am 2. September die Haushaltskasse leer war. Ja, das habe ich der Moni vorgeworfen, dass am 2. September die Haushaltskasse schon leer war. Aber was ich nicht wusste, da hat sich einer bereichert. Einfach so. Unterstell das mal jemanden hier. Wer hat sich bereichert? Ja, ja, also das hat mir der Markus gesagt, dass sich da jemand bereichert hat. Ja, das stimmt, dass ich gesagt habe, dass sich da jemand bereichert hat, aber nur weil Silke vorgesagt hat, dass hier in der Gegend lauter Menschen unterwegs sind, die nur lustige Sachen machen und denken, das wäre lustig. Ja, das stimmt. Also ich habe das letztens beobachtet, dass hier echt nur lustige Menschen rumlaufen und das Allerlustigste war, die spülen gar nicht mit Spüli, weil ich habe nämlich von dem von der Christiane nämlich gehört, dass man gar kein Spülmittel braucht, sondern man kann auch mit Sand abspülen. Das ist ganz richtig, das habe ich gesagt. Also man braucht wirklich gar kein Spülmittel, sondern man kann auch Sand dafür verwenden. Und das habe ich nämlich gehört von der Barbara, die das gesagt hat, dass Sand nicht nur gut ist zum Burgen bauen, sondern eben auch zum Spülen. Welche Barbara? Barbara Staufer. Genau, ich habe gesagt, dass Sand so gut ist zum Spülen. Und das habe ich gesagt, weil ich darauf gekommen bin, weil mir die Marion gesagt hat, dass sie gerne immer Brillen verschmiert. Ja, das stimmt, das habe ich gesagt, dass ich gerne die Brillen verschmiere. Das hat erstens einen Selbstzweck, dann sehe ich nicht so gut. Und zweitens hat die Claudia mir erzählt, dass es in Deutschland die viel günstigeren Brillen gibt als hier in der Schweiz. Ja, Marion, das habe ich dir erzählt, dass es bei uns in Deutschland die viel günstigeren Brillen gibt. Aber das hat mir natürlich der Jan hat mir das erzählt, dass es in Deutschland viel günstiger ist, in der Schweiz viel teurer. Und dann habe ich dir das einfach so weitergegeben. Claudia, sag mal noch mal irgendwas. Sag mal nicht, was jemand gesagt hat, sondern sag mal etwas, was jemand getan hat. Getan hat. Ja, der Jan hat ja auch die Brille so verschmiert. Und deshalb habe ich dir ja gesagt, dass es bei uns in Deutschland die besseren Brillen gibt und du zu uns kommen kannst und beim Jan übernachten und dir dann eine neue Brille kaufen kannst. Als Zugabe. Ja, das ist völlig richtig. Ich habe die Brille verschmiert, weil man bei mir übernachten kann. Aber das habe ich nur gemacht, weil die Moni vorher das Wasser gekippt. Was mit dem Wasser?
Ich die Moni hat das Wasser die Treppe runtergekippt. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe das Wasser die Treppe runtergekippt und zwar deswegen, weil die Silvia nämlich, obwohl sie Putzdienst gehabt hat, nicht die Treppe geputzt hat. Oh, genau. Ich hatte eigentlich den Putzdienst, aber den musste ich ja ausfallen lassen. Ich wollte ja unbedingt ganz schnell zur Humortagung fahren und da konnte ich das nicht machen. Und da hat der Jan gesagt, also du, wenn du unbedingt zur Humortagung willst, dann lass das Putzen einfach mal. Das habe ich gesagt. Ja, ich erinnere mich, dass ich das gesagt habe. Ja, jetzt fällt es mir ein. Natürlich habe ich das gesagt. Aber das habe ich nur gesagt, weil die Christiane mir vorher meine Hausschuhe geklaut hat. Das ist richtig. Ich habe dir vorher deine Hausschuhe geklaut, weil ich da ganz gerne mit der Dana zusammen Federball spielen wollte. Ja, das ist richtig. Wir wollten auf jeden Fall zusammen Federball spielen. Das kam aber nur daher, weil mir die Barbara Rudert meinen Fußball geklaut hat. Also das ist richtig, ich habe der Dana ihren Fußball geklaut, weil der Markus mir gesagt hat, es regnet so furchtbar und da müsste man noch unbedingt draußen Fußball spielen. Ja, das habe ich gesagt, dass wir, weil es regnet, dass wir auf jeden Fall draußen Fußball spielen wollen. Und das habe ich nur gesagt, weil Heidi gesagt hat, wir bekommen alle von ihr Regenschirme geschenkt. Ja, das habe ich gesagt, dass ihr alle Regenschirme geschenkt bekommt, weil mir die Jutta ein Angebot gemacht hat, dass sie eine Firma kennt, die zu Werbezwecken Regenschirme verteilt. Ja, das ist richtig. Die Firma, die hat mich auch schon mehrfach angeschrieben, dass sie unbedingt diese Regenschirme unter die Leute bringen will. Deshalb wusste ich ja auch, es wird jetzt zukünftig wieder schlechtes Wetter und wenn jemand draußen Fußball spielen will, braucht er Regenschirme. Deshalb, hab ich das dankend angenommen von dieser Firma. Die Barbara Stauffer hat allerdings gesagt, ich soll das auf gar keinen Fall machen. Ich soll lieber die Regenschirme für mich behalten. Genau, das habe ich gesagt. Die Jutta soll unbedingt die 100 Regenschirme für sich behalten und die alle im Schlafzimmer verteilen, damit sie wieder fantastischen Sex hat. Diesen Tipp hatte ich von Jürgen. Schirme im Bett, guter Sex. Ja, also das mit dem Sex habe ich gesagt. So als Therapeut muss ich das auch machen, ist mein Job. Ne? Aber der Gerd hat gesagt, du pass mal auf, du weißt doch gar nicht, wie alt die Barbara ist. Wer weiß, dass du da Tipps gibst gegen Minderjährige und so weiter. Ganz gefährliche Sache. Ja, genau das habe ich gehört von diesen gefährlichen Tipps von der Barbara. War sofort klar, da stimmt was nicht im Sexualleben. Habe ihr empfohlen, zu Jan Rüdiger zu gehen, der kennt sich da aus. Ja, das ist völlig richtig, dass ich mich da auskenne. Ja. Und zwar deshalb, weil ich immer den Podcast von Marion dazu höre. Ja, das ist mein neuestes Hobby, die Postcards, die ich wöchentlich rausschicke. Aber, wen könnte ich denn da jetzt beschuldigen? Hä? Aber die Madeleine, die treibt es noch viel bunter als ich, weil die produziert YouTube-Videos. Ja, das ist so. Ich produziere YouTube-Videos, weil
Ja gut, die Romy, die hat mich eigentlich da drauf gebracht. Die hat mir das vorgemacht. Oh. Ja, ich habe das der Madeleine vorgemacht, weil die bisher immer nur gesagt hat, dass die beste Therapie wäre eine Reittherapie. warte. Das hat die Madeleine gesagt und dann... weil, das habe ich der Madeleine gesagt, weil die Dana aus Berlin gesagt hat, in Berlin wäre das montags immer so. Ja, das habe ich gesagt, dass das bei uns in Berlin montags immer so ist, weil die Heike, die legt jeden Montag alle Straßenbahnen lahm. Ja, das muss ich jetzt zugeben, das stimmt. Ich lege jeden Montag die Straßenbahn lahm, aber das liegt nur daran, weil die Silvia zu mir gesagt hat, bitte einmal mit meinem Lamborghini, einmal freie Fahrt durch die City. Oh, Heike, ich bin dir so dankbar, dass du mir das mal ermöglicht hast und ich dann mit meinem, dieses unaussprechliche Wort, dieser tolle Rennwagen, bin ich so mega durch alle Blitzgeräte gefahren. Ich habe jetzt so eine schöne Bildersammlung und da hatte mir nämlich der Jürgen gesagt, ne, das ist die Chance, dass du mal so richtig ganz super tolle Fotos von dir kriegst. Also Jürgen, super, ich habe jetzt so eine tolle Bildersammlung. Ja, das war ein guter Tipp von mir mit der Bildersammlung, weil ich brauche das auch für mein Seminar der Selbstwertfindung bei der Polizei. Die können ja nicht blitzen und so. Und deshalb hat die Silke mir nochmal gesagt, wo ich denn bei DM die ganzen Abzüge günstig herkriege. Ja, das stimmt. Das habe ich dem Jürgen gesagt, dass bei DM die Abzüge besonders günstig sind. Aber ich habe jetzt von Jan habe ich jetzt erfahren, dass sie bei Rossmann genauso günstig sind. Ja, das ist völlig richtig. Bei Rossmann sind sie genauso günstig. Und deshalb beenden wir jetzt auch. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, großartig. Also hier sind schon wieder eine ganze Menge Sachen zusammengekommen, die wir auch vorher schon hatten. Ja, also natürlich, also es war insgesamt lustig wegen der völlig spinnerten Ideen, die da drin waren. Wir haben gelacht, wenn wir irgendwie dachten, unser Hirn ist leer. Wo kriege ich jetzt irgendetwas, was da irgendwie in mein Hirn reinkommt, was ich den anderen hier irgendwie sagen kann? Dann kommen natürlich solche Sachen dazu, wie dass man selber in dem Moment, wo man dran ist, meistens so denkt, oh Gott, ich bin dran, ich muss jetzt irgendwas tun, ich muss jetzt irgendwas super Gescheites sagen oder was besonders Lustiges oder sowas. Also man setzt sich selber unter Stress, was wir dann da aber letztendlich damit kompensiert haben, dass wir darüber gelacht haben über das Ganze. Und so haben wir mit etwas ganz, ganz Einfachem, ja, so einem einfachen Spiel im Grunde genommen etwas Hochkomplexes geleistet. Dass wir, also wenn man das irgendwie in die Arbeitswelt übertragen würde, wären das hohe Anforderungen, was man da irgendwie, was weiß ich, wenn wir jetzt so eine Stellenbeschreibung für uns machen würden, ja, was wir da alles reinschreiben müssten, ja, wahrscheinlich würden wir uns da gar nicht drauf bewerben, weil wir denken, oh, das kann ich alles gar nicht, ja, dabei. Insofern ist es ganz wunderbar, diese Sachen zu spielen und sie letztendlich auch mit Humor zu bewältigen. Denn das, was wir gemacht haben, eine ganz wichtige Sache, die er auch schon vorher gemacht hat, wir haben zum Beispiel Akzeptanz geübt, ja, indem wir einfach das angenommen haben, was jemand anderes uns unterstellt hat, was ja irgendwie nicht so selbstverständlich ist. Also das, was normalerweise Menschen in solchen Fällen machen, ist, nee, habe ich gar nicht, stimmt überhaupt nicht. Ja? Du hast ja das und das oder nee. Ne? So, also das heißt, normalerweise gehen wir in den Block rein. Ja, in so einem Fall haben wir das aber einfach angenommen und haben das akzeptiert und damit letztendlich dann auch wieder was für unsere Resilienz getan, ja, etwas geübt für unsere Resilienz.
Und was wir noch brauchten, wir brauchten Flexibilität. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass so eure Köpfe zwischendurch immer ordentlich geraucht haben. So, wenn da irgendetwas kam, dachte ich, oh, was muss ich denn jetzt irgendwie, was fällt mir denn jetzt ein? Und gleichzeitig haben wir so etwas, da sind wir kreativ gewesen. Wir haben etwas tatsächlich Verrücktes gemacht, im Sinne davon, dass wir die Dinge tatsächlich verrückt haben. Ja, weil wir natürlich wissen, dass das, was wir den anderen Leuten unterstellt haben, dass das irgendwie letztendlich überhaupt nicht so stimmt. Und das Allerwichtigste ist, dass wir einen Perspektivwechsel vorgenommen haben. Und das ist eine ganz entscheidende Sache, ja, eine ganz großartige Sache des Humors, dass er uns ermöglicht, Perspektiven zu wechseln einfach. Dass wir uns Dinge vorstellen und die aus einem anderen Blickwinkel uns angucken. Und das haben wir eben die ganze Zeit auch gemacht. Und deshalb haben wir auch jetzt wieder drei ganz hervorragende Resilienzfaktoren bearbeitet. Zum einen haben wir den Resilienzfaktor Zukunftsorientierung bearbeitet, ja, indem wir uns immer schon überlegt haben, ja, was hat irgendwie jemand anderes gemacht und schon immer ein Stückchen vorausgedacht haben für das, was als nächstes kommen wird. Und dann haben wir, ganz wichtig, die Selbstregulation trainiert. Selbstregulation deshalb, weil das, was uns selber unterstellt wurde, vielleicht bei uns eher Ablehnung hervorgerufen hat. Und wir haben es trotzdem angenommen. Ja? Dabei hat uns der Humor geholfen. Der Humor hat uns dabei geholfen, dass wir es annehmen konnten. Dass wir es nicht irgendwie ablehnen mussten und sagen mussten, nee, ist alles nicht bei uns so. Sondern dass wir sagen, ja, natürlich habe ich das getan. Ja? Ja, ich habe irgendwie... Silvia zum Beispiel ist nie so viel Lamborghini gefahren wie vorher in ihrem Leben. Ja? Danke, danke. Irgendeines Tages wird Silvia dieses Wort auch aussprechen können. Ja, ich bin zuversichtlich. Ne? Genau. Also wir haben wieder ganz, ganz viel getan in der Richtung. Und wir haben noch den wichtigen siebten Resilienzfaktor bearbeitet und der heißt Lösungsorientierung. Ich muss mal gucken, dass ich euch das jetzt nochmal, jetzt aber super Hightech-mäßig, ja, euch das hier so zeigen kann. Da habt ihr die nochmal, Moment, wo ist da? Nein, da ist es. Ja, da habt ihr nochmal diese sieben Resilienzfaktoren, um die es hier geht. Und diese sieben Faktoren, die haben wir jetzt in der letzten Stunde alle mal eben abgearbeitet oder erfüllt. Das heißt, wir haben in der letzten Stunde eigentlich eine ganze Menge getan für unser Wohlbefinden und auch Resilienz eine Menge getan. Denn Resilienz ist im Grunde genommen, wenn man das irgendwie in den Kern nimmt, muss man sagen, Resilienz ist eigentlich eine besondere Form oder was der Stressoptimierung. Ja, wir kommen ja letztendlich, entsteht ja unser Unwohlsein ganz häufig eben aus Stress. Stresssituationen sind ja ganz viele Sachen. Stress besteht ja nicht immer nur daraus, dass wir irgendwie gerade keine Zeit haben, sondern Stress entsteht auch in Konflikten. Stress entsteht, wenn uns etwas Schlimmes passiert, wenn wir irgendwie mit den Widrigkeiten des Lebens irgendwie kämpfen, dann sind wir in der Regel gestresst. Und im Sinne der Resilienz ist der Umgang mit Stress oder anders gesagt, man muss auch dazu noch bedenken, dass Stress an sich ja gar nichts Negatives ist. Ja, wir brauchen Stress, um aktiv zu werden. Und wenn wir in irgendwelchen Situationen sind, wie eben zum Beispiel, ja, haben wir Stresssituationen gehabt,
Ja, was weiß ich, plötzlich bin ich dran und ich muss überlegen, was tue ich jetzt, was fällt mir ein, sowas. Und diese, auf der einen Seite behindert uns das in dem Moment, diese Aufregung, auf der anderen Seite brauchen wir aber auch diese Energie, um irgendwo hinzukommen. Ja, das heißt also, Stress hat per se erstmal gar keine negativen Auswirkungen, sondern Stress ist immer dann negativ, wenn er nicht wieder weggeht. Also wenn er über einen langen, langen Zeitraum vorhanden ist und unseren Körper halt immer wieder mit Cortisol überflutet und so und wir da nicht rauskommen. Aber kurzer Stress ist eigentlich eine gute Sache. Lachen ist eine Stressreaktion. Das kennt ihr ja auch. Ja? Also wenn wir lachen, was da alles im Körper passiert, das sind alles Stresssymptome. Die, also wir sind dann irgendwie im Grunde genommen, in dem Moment, wo wir herzlich lachen, sind wir komplett gestresst. Das Gute ist nur, dass das hinterher runtergeht und dass es dann flach ist. Und das ist diese Entspannungsphase, die wir dann haben und weshalb das Lachen uns so gut tut. Also nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, so Studien, hält das ja bis zu 2 Stunden an. Also quasi einmal herzhaft lachen ist sehr gut, kann bis zu 2 Stunden irgendwie uns gute Laune verschaffen oder eine relativ stressfreie Zeit, egal was dann danach kommt, so ungefähr. Und das heißt, also im Sinne der Resilienz, heißt es, wenn Stress sein muss, dann ja, ja, damit wir Energie haben. Wenn Stress nicht sein muss, dann nein. Und wenn das so ist, dass das nicht so ganz klar ist, dann würde man im Sinne der Resilienz sagen, eher nicht. Ja? Und um diese Haltung zu bekommen, diese eher nicht Haltung, ist es eben wichtig, dass wir diese 7 Stress, diese 7 Faktoren für uns trainieren, um uns davon das entsprechend regulieren zu können. Jetzt habt ihr alle diese 7 Resilienzfaktoren gehört. Habt ihr noch dazu noch irgendwelche Fragen? Also ich habe jetzt hier gerade, ich weiß nicht, ob ihr mich hört, ich sehe hier gerade bei mir euch alle eingefroren. Also ich kann euch nicht hören und ich frage mich, ob ihr wohl mich hören könnt. Ja. Ja. Hören und sehen. Ja, super. Ja. Ihr könnt mich hören. Ja. Und auch sehen. Ja, jetzt geht ein bisschen. Ah, jetzt kommt ihr auch so gerade Stück für Stück wieder. Ich habe eben irgendwie lauter. Ja, ich habe noch eine Frage. Bilder gesehen. Jetzt gibt es nur noch ein paar eingefrorene Bilder. Okay. Ich habe gut eine Frage, Jan. Ja, irgendwo kam jemand, der hat eine Frage. Genau. Kannst du vielleicht noch mal etwas kurz zur Selbstregulation sagen? Was die Selbstregulation, was das heißt? Genau. Ja, also mit Selbstregulation ist gemeint, dass ich selber darüber bestimmen kann, sozusagen, was ich tue und wie ich Gefühle verarbeite. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich über die Straße gehe und mich rempelt jemand an, dann ist meine Selbstregulation gefragt. Also wenn ich rein impulsgesteuert bin, dann drehe ich mich vielleicht um und bepöbel diesen Menschen oder werde vielleicht sogar gewalttätig oder sowas. Ja? Erlebt man ja auch manchmal von anderen Menschen auf der Straße. Wenn ich aber über Selbstregulation verfüge, dann kann ich sagen, ist vielleicht nicht die adäquate Verhaltensweise jetzt, diesen Menschen zu hauen, sondern ist vielleicht besser, ihn darauf anzusprechen und zu sagen, gefällt mir nicht, lass das sein. Oder vielleicht zu sagen, ja gut, gehe ich ganz drüber hinweg, hat mich angerempelt, ich gehe einfach so weiter oder sowas. Das heißt also, Selbstregulation bedeutet, dass ich mich selber, selber regulieren kann, dass ich meine Gefühlswelt regulieren kann. Vielleicht kennt ihr dieses berühmte Marshmallow-Experiment, in dem es so ist. Ja, Marshmallow-Experiment sind Kinder
zusammen mit Marshmallows in den Raum gesetzt worden. Und dann hat man diesen Kindern erzählt, also kleine Kinder, wenn die diesen Marshmallow jetzt innerhalb der nächsten, ich weiß nicht mehr den genauen Zeitraum, irgendwie 2 Minuten oder sowas, wenn sie den nicht essen würden, dann würden sie hinterher 2 bekommen. Und dann hat man in diesem Experiment festgestellt, dass die Menschen oder diese Kinder sehr unterschiedlich darauf reagiert haben. Einige Kinder haben das tatsächlich gemacht, haben da gesessen, haben dann nach 2 Minuten tatsächlich einen zweiten Marshmallow gekriegt, während andere Kinder sofort den aufgegessen haben. Diejenigen, die nämlich nicht über diese Selbstregulation verfügten oder eben sehr fantasiereich dabei geworden sind, indem sie zum Beispiel den Marshmallow ausgehöhlt haben, das Innere gegessen haben und darauf gehofft haben, dass sie dann hinterher doch 2 bekommen. Beantwortet das deine Frage? Ja, danke. Okay, habt ihr noch weitere Fragen dazu? Ja, ich hätte noch eine Frage. An vielen Stellen ist ja jetzt schon gefallen, Humor, ne, das sozusagen als Kombizange für solche Sachen eingesetzt wird. Setzt du in deinen Seminaren auch so Kreativitätstechniken ein, um das zu stärken? Zum Beispiel bei der Selbstregulation, dass man da kreativ wird und in dem Augenblick dann besser reagieren kann oder so, ich weiß nicht. Ja, das mache ich sehr viel. Also ich nehme sehr viele Übungen tatsächlich aus dem Bereich des Improvisationstheaters, wobei es da ja meistens darum geht, eben mit Überforderungssituationen klarzukommen. Das heißt also, Spiele zu machen, in denen es, so wie wir das auch vorhin gemacht haben, also kleine Spiele der Überforderung. Ich kann euch zum Beispiel mal ein kleines geben, was, das müsste ich jetzt mal im 1:1-Verhältnis vielleicht vormachen, was ihr mitnehmen könnt, um das selber vielleicht mal auszuprobieren. Und zwar, wer von euch kann denn bis 3 zählen? Barbara, du hast erstes gesehen. Barbara Staufer, ja? Barbara, wir beide zählen jetzt mal bis 3. Ja, du fängst mal an und wir machen das in so einer Endlosschleife. Fang mal an. 1, 2, 3. Okay, wunderbar. Ja, das kriegen die meisten Leute hin. Ja. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt, Barbara, überlegst du dir, dass du anstelle der 1 sagst du jetzt immer irgendein Geräusch. Da sagst du so etwas wie Boing oder so. Ja? Und ich mache das nämlich auch. Ich denke mir irgendwas anderes. Für meine 1 denke ich mir irgendein anderes Geräusch aus. Ja? Okay, dann zählen. Und nun 2 und 3 bleiben so, wie sie sind. Ja? Okay, dann fang du mal an. 8, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Wenn ich pff mache, machst du 2. 2, 3, 2, 3, 2. Drei. Ach. Okay, soweit das. Ja, und jetzt machen wir das, wir bleiben dabei. Also wenn du dein Geräusch, anstelle der 1 machst du dein Geräusch immer weiterhin. Ja? Und jetzt überlegst du dir für deine 2, überlegst du dir immer eine kleine Bewegung. Ich mache das auch für mich. Ja? Ich mache eine Bewegung für die 2. Ja, hast du eine? Okay, dann fang ich diesmal an zu zählen. Ja? 3,
8, 3. Drei. 8, 3. Drei. 8, 3. Drei. 8, 3. Okay, vielen Dank, Barbara. Vielen Dank. Also, was ihr vielleicht an diesem Spiel seht, es ist eins von diesen Überforderungsspielen einfach. Ja? Also, dass man kommt am Anfang dazu, man macht einfach Fehler bei diesem Spiel, weil es auch relativ schwierig ist, dann irgendwann die Zahlenkombination und mit den ganzen, das irgendwie hinzukriegen. Und das ist auch gewollt. Weil dann, also ich muss mich dann in dem Fall, also muss ich mich selbst regulieren, dass ich irgendwie das hinkriege, ne? Dass ich nicht irgendwie vor Verzweiflung zusammenbreche oder dass ich beleidigt das Spiel abbreche oder solche Sachen. Ja, das heißt also auch Frustrationstoleranz, Fehlertoleranz, also ganz, ganz, ganz viele Sachen sind da drin, die in diesem einen Spiel quasi gelernt werden. Das könnt ihr wunderbar machen, irgendwelchen, wenn ihr Gruppen habt, packt ihr zwei Leute zusammen, die sich gegenüberstellen und die zum Beispiel dieses Spiel spielen. Die Grundregel, die dahinter ist, ist im Grunde genommen immer, in dem Moment, wenn es funktioniert, also wenn es flutscht, dann muss es verschärft werden. Also es geht immer darum, dass immer wieder dahin zu kommen, zu sagen, wenn ich es kann, muss ich was Neues irgendwie dazu packen. Ja? Also verschärft es. Und dann bekommt ihr nämlich ein ganz anderes Gefühl für Spiele. Dann habt ihr nämlich das Gefühl auch, dass ihr anders damit umgeht, dass es nicht mehr um das Gewinnen geht es auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Sinn von vielen Spielen. Aber dieser Perfektionsdrang, der geht dabei verloren. Und das ist das tatsächlich das Entscheidende. Also ich habe ganz häufig, dass ich in Gruppen, was weiß ich, auch Kreisspiele mache oder sowas, wo auch Überforderungen es gibt und wo Leute, die irgendwie einen kleinen Fehler machen, die müssen dann irgendwie einmal im Kreis laufen und sich wieder einstellen. Solche Spiele kennt ihr ja auch. Und da ist es ganz normal, dass irgendwie, es gibt immer ein paar Menschen da drin, die stehen dann, die machen wieder und dann tun, hoffentlich hat es keiner gesehen und bleiben dann da stehen und laufen halt nicht drin. Und in solchen Fällen ist es so, also das sanktioniere ich dann auch nicht und sage nicht so oder sowas, sondern okay, ist in Ordnung. Was ich allerdings auch klar mache, ist, man kann dieses Spiel auf zwei verschiedene Arten spielen. Das eine ist, ich kann hinterher nach Hause gehen und kann zum Beispiel sagen, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe alles korrekt gemacht. Ich musste nicht einmal rumlaufen. Keinen Fehler gemacht. Aber ich kann das so machen wie die anderen, die lachend und mit viel, viel Spaß dieses Spiel gespielt haben, drumherum gelaufen sind und einfach viel gelernt haben und großen Jux hatten. Das kann ich mir aussuchen, was ich davon haben möchte. Und in der Regel ist das so, dass es die meisten Menschen sich dann doch eher für die Jux-Variante entscheiden. Gibt es noch? Bitte nochmal. Also ich habe jetzt gerade irgendwo irgendwas Abgehacktes gehört. Vielleicht nochmal sagen, bitte. Dann sag ich was. Ich habe eine Frage. Du sprichst von Impro-Theater. Hast du eine Literaturempfehlung oder irgendwas, mit dem man sich oder mit dem man verstehen kann, was Impro-Theater ist oder wie man Impro-Theater praktizieren oder lernen kann oder so mit Übungen oder für mich ist es noch nicht so griffig, außer dem, was du jetzt gesagt hast, dass die Grundregel immer ist, auf humorvolle Weise zu verschärfen und mit den Fehlern umzugehen. Ja, also ich habe deine Frage jetzt leider akustisch aufgrund der Technik, ja, nur so zu drei Viertel
gestatten. Ich vermute mal, du hast gefragt nach irgendeiner Literatur in Bezug auf Impro. Also wen ich da sehr empfehlen kann, ist sozusagen der Großmeister des modernen Improvisationstheaters, der Mensch heißt Keith Johnston. Und ich glaube, das Buch hat auch den Titel irgendwie Improvisationstheater oder sowas. Aber müsstet ihr mal gucken, ich schreibe das mal kurz in den Chat rein, wie sich der... So schreibt sich das. Ja, also bei dem findest du ganz viel. Also der gilt so sozusagen als der Großmeister des modernen Improvisationstheaters. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, geht es eigentlich beim Improvisationstheater geht es in erster Linie eben um Kooperation und diese Übungen mit diesen Überforderungen gehen halt in die Richtung, dass man dort einfach lernt, eben mit Fehlern gut umgehen zu können. Mhm. Ja, also so ein bisschen, genau, guck mal, Barbara Stauffer hat das, wenn ich das richtig sehe, Impro-Spiele. Ne? Genau, das gibt es in verschiedenen Auflagen inzwischen, weil das schon 25 Jahre alt ist oder sowas, glaube ich. Dieses, ja. Also man kann mit genug scheitern. So, das ist das, was ich dazu eigentlich sagen wollte. Dass das ist auch das, was diese Übungen ausmachen. Und das ist dann letztendlich auch das, was dann auch meine... Also auf diese Resilienzfaktoren einzahlt. Okay? Ja? Fein. Wir haben 14.30 Uhr und damit sind wir zeitmäßig am Ende dieses Workshops. Es tut mir sehr leid, dass ich im Moment also wirklich so die letzten Minuten hier so ein paar technische Probleme habe und nicht mehr so richtig irgendwie, glaube ich, alles mitbekomme. Ich rede hier so ein bisschen manchmal einfach in diesen Apparat rein und kriege so hier und da mal eine Reaktion zurück und ansonsten, wie gesagt, kann ich im Moment nicht so hundertprozentig erkennen, ob es euch gut geht. Ich hoffe es einfach mal, ja, dass es in Ordnung ist. Gibt es noch irgendeine Frage, was ihr vielleicht zum Abschluss habt oder sowas, wo ihr sagt, das ist mir aber nochmal wichtig? Okay, dann vielen, vielen Dank. Mir hat das viel Spaß gemacht. Vielen Dank vor allem für eure Bereitschaft, diese Spiele auch alle so mitzuspielen. Was gar nicht so selbstverständlich ist, weil ich mache ja vieles von ganz häufig solche Seminare und das ist dass irgendwie so alle voll dabei sind, das erlebe ich selten. Habt vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag hier bei der Humortagung und wir werden uns wahrscheinlich dann heute auch noch digital irgendwie über den Weg laufen. Ja, macht es gut.